So, da sind wir schon beim nächsten Tipp für euch und jetzt geht's zur Sache, denn wir sind jetzt beim ersten Boss. Vorneweg erstmal die ganzen Vorbereitungen. Was habe ich gemacht? Ich bin zwar hier mit meinem Hauptcharakter, mit dem ich auch bei meiner Frau auf dem Surfer mit drauf bin, aber das ändert nichts daran. Ich benutze nur die Sachen, die ihr auch benutzen könnt. Also zum Beispiel hier die Schurkenausrüstung, die bringt gar nichts, weil dadurch habe ich nicht mehr Schild oder sonstiges. Das ist einfach nur, um besser anschleichen zu können. So, vorneweg, was habe ich dabei? Einfach den normalen Bogen, aber auf Stufe 3 schon. Wie man die Werkbank auf der Stufe 3 kriegt, habe ich euch ja bereits erklärt. Das Schild ist zwar ein Bronzeschild, aber ich werde es gar nicht brauchen, weil ich mache alles mit Pfeilen. So, was sollte man sich für Pfeile mitnehmen? Feuerpfeile. Wie erstellt man Feuerpfeile? Einfach an die Werkbank gehen und dort mit Feuerstein und Holz könnt ihr euch Feuerpfeile erstellen. Ich glaube, ihr müsst aber die Werkbank auf 2 haben, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. So, dann, ihr seht hier auf der Map auch, also oben rechts auf der Minimap, wir sind vor dem Altar. Ich habe mir hier noch schnell ein Feuer hingesetzt, damit ich eben diesen Buff da oben bekomme, der noch 8 Minuten läuft. Da gehe ich auch ganz schnell drauf ein. Was muss ich dafür machen? Du bekommst Gesundheitsregeneration 200% und Ausdauerregeneration auch 300%. Und das Ausgute bringt halt 50% Gesundheitsregeneration und da ist im Kampf halt wirklich wichtig. Das ist genauso wie die Ausdauer. Weil jedes Mal, wenn wir gleich weglaufen vor dem, verlieren wir logischerweise Ausdauer. Deshalb ist das Feuer wirklich wichtig. Wie setzt ihr euch an das Feuer hin? Einfach daneben stellen und die X-Taste. Und so lange warten, bis ihr halt die 8 Minuten bekommt. Ja, das ist soweit die Vorbereitung. Was braucht man noch dafür? Genau. Drei Hirschtrophäen. Die braucht ihr definitiv, weil sonst könnt ihr den Boss nicht beschwören. Die Hirschtrophäen habe ich eben auch schon ein Video hochgeladen. Bekommt ihr, wie gesagt, von den Hirschen. Droprate ist natürlich nicht so hoch, aber mit etwas Glück dürftet ihr es recht zügig hinbekommen. Was das Essen betrifft, habe ich auch bereits ein Video hochgeladen. Ich hier habe, wie jeder im Anfangsgebiet hat, habe jetzt einfach nur Himbeeren, normales Schweinefleisch und Echsenfleisch. Echsen, wie gesagt, bekommt ihr am Wasser, Schweinefleisch logischerweise von Schweinen oder aber auch bei Hirschen. So, ich bin ein bisschen nervös, weil alleine habe ich ihn auch noch nicht gelegt. Zweimal gelegt, aber jeweils mit meiner Frau zusammen. Dann würde ich sagen, achso, ich muss ja erstmal, das Ganze muss man dann noch hier oben ins Inventar reinziehen. Tausche ich jetzt mal mit der Axt. Wir legen das Ganze drauf mit der 4. Und man braucht doch nur 2. So, direkt auf den Bogen wechseln und dann würde ich sagen, fängt der Spaß an. Puh. Ich hoffe, es wird nicht zu heftig. Man kann erstmal das Gezuppel da aufholen. So, wie gesagt, den Bogen immer so weit wie es möglich ist zu spannen. Weil desto höher der Bogen gespannt ist, desto mehr Schaden machen wir. Warum die Feuerpfeile? Ganz einfach, wir machen auf Zeit halt noch Feuerschaden. So, den Blitzen ausweichen, die schießt er nur nach vorne. Da hat er uns einen kleinen Schubs gegeben, aber hat uns zum Glück nicht getroffen. Ja, da war jetzt der Stein im Weg, war natürlich ganz toll. Voll durchziehen. Zack. So, jetzt den Blitzen wieder aus dem Weg gehen. Ich wurde zwar eben getroffen von den Blitzen, aber so viel Schaden machen die nicht. So, wie ihr seht, Feuerschaden, der trifft direkt wieder. Ja, da hat er uns mal kurz geschubst. Jetzt fehlt uns die Ausdauer, aber ihr seht schon, die Ausdauer geht deutlich schneller hoch als sonst. Also so gefährlich ist er nicht. Er sieht gefährlich aus, der Boss, aber eigentlich kann er doch nicht viel. Er macht halt immer wieder diese Blitze, aber ganz ehrlich, es kommen schlimmere Gegner. So, das Ganze machen wir noch ein bisschen. Ich kann überlegen, könnte ich sogar zum Feuer. Ah, ne, Feuer ist schon wieder aus, weil kein Holz da ist. Mal, kann man da ein bisschen rumtricksen? Naja, das Feuer zählt ja nicht. Aber ihr seht schon, er hat nur ein Drittel, wenn überhaupt. Aber der Kampf ist schon mythisch. Also da bin ich echt schon gespannt auf den zweiten Boss, weil den habe ich halt auch noch nicht gesehen. So Blitz abgekriegt. Aber ihr seht schon am Leben. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind mit 87 Leben reingegangen. Also viel macht er uns nicht weg. Aber wie gesagt, probiert es nicht im Nahkampf, da gebe ich keine Garantie, aber mit dem Bogen ganz entspannt. So, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr, jetzt muss man ein bisschen einfach nur gehen.
Aber ihr seht auch dann, er kommt nicht hinterher. Aber dadurch, dass wir halt eben ausgeruht sind, haben wir halt immer die Möglichkeit, schneller unsere Ausdauer wieder zu kriegen. Zack, wieder ein Feuerpfeil und da war es doch schon. Zack. So, was bekommt ihr, wenn ihr ihn legt? So, ihr bekommt diese Trophäe. Die hier. Diese müsst ihr jetzt, am besten dann sofort, hierhin abgeben. Aber ich glaube, das Ganze muss ich euch eigentlich nicht zeigen. Da sind ja die Statuen und da hängt ein Nagel dran. Da müsst ihr die abgeben. Also quasi, wenn das hier jetzt der Stein wäre, hängt da auf der Höhe ein Nagel. Da einfach reinhängen und dann habt ihr quasi schon die Belohnung bekommen. Erhaltet die Skizze quasi für das Lernen von der neuen Spitzhacke, womit ihr dann hingehen könnt und zum Beispiel das Erdreich noch weiter abbauen könnt. Ihr könnt dann Kupfer abbauen und Zinn. Und für diese Pickaxe braucht ihr eben das harte Geweih. Ja, das ist eigentlich schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder entweder bei meiner Frau mit im Livestream, also hier auf dem Kanal, oder aber im nächsten Tipps und Tricks Video. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein. Zack, zack, Bildschirm und jetzt aber. Ciao.